Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir die August-Variante von dem Purely Mahina Club anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Im Purely Mahina Club bekommt man jeden Monat für 25 Euro ungefähr, je nachdem welche Aboform man wählt, ein Schmuckset bestehend aus zwei Teilen zugeschickt. Und dieses Schmuckset hat einen Wert von mindestens 60 Euro. Man bekommt es immer ein bisschen eher als diejenigen, die es quasi dann im Shop bestellen können. Und man bekommt es halt auch für einen viel, viel günstigeren Preis. Jeden Monat kann man die Schmuckfarbe wählen, weswegen ich mich jetzt auch dieses Mal für Silber entschieden habe. Und ich bin auch einfach mal gespannt, was wir jetzt im August finden werden. Ich habe schon eben wegen dem Thumbnail das Motto gesehen und ich habe mich direkt verliebt. Ne? See the good edition, das Gute sehen. Ja, das ist so eine Herzenssache für mich auch tatsächlich. Ich wirke dadurch manchmal ein bisschen naiv und manchmal auch ein bisschen, ja, leichtgläubig ist ja naiv, ne? Und es lässt einen vielleicht auch manchmal ein bisschen dumm erscheinen, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt einfach mal, wenn man versucht, das Positive zu sehen und das Positive auch an Dingen herauszustellen. Und mir kommen gerade die Tränen, weil jetzt auch gerade etwas nicht ganz so Gutes bei mir in der Familie ist und ich da auch gerade so ein bisschen Angst habe, was so kommt, und ich aber trotzdem versuche, das Positive daraus zu finden. Genau. Da rede ich aber später nochmal drüber, jetzt nicht in diesem Video, das ist jetzt ein bisschen wild, glaube ich. Genau, weil Purely genauso verpeilt ist wie ich, läuft, haben die mir nämlich das Juli-Set nochmal zugeschickt und das möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Das ist in dem Sinne die Rainbow Edition gewesen und ich habe es in Silber bekommen. Also ne, das besteht aus dem Fußkettchen und aus dem Armband, was ihr in diesem Video gesehen habt, aber halt in Silber. Und wenn du möchtest, kannst du gerne an der Verlosung teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen befinden sich in der Infobox. Und falls du Bock auf das Abo an sich haben solltest oder auf den Pre-Sale, jetzt sage ich mal, oder Birthday Pre-Sale oder Birthday Sale, das sind ja zwei verschiedene Sachen, könnt ihr mit Claudi Lotus nämlich aktuell 15% sparen auf den Birthday Pre-Sale und auf den generellen Sale 10%. Ja, durchatmen, los geht die wilde Reise. Ich bin wirklich jetzt einfach mal, komm, wir lassen uns hier mal so ein bisschen führen, ne? See the good edition und dann schauen wir mal in das Heftchen hinein. Das ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ich finde es auch ehrlich gesagt richtig schön, dass wir hier auch ein Heft mit dabei haben und dann auch begleitet werden. Es steht immer sehr, sehr viel Text drin, deswegen gucke ich mal, was ich euch vorlesen werde. Inspiration. Das Leben hat so viel Schönes zu bieten, doch oft scheinen wir nur die schlechten Sachen zu sehen. Die See the good edition soll uns daran erinnern, uns auf das Gute im Leben zu konzentrieren. Nach diesem Motto lebt auch Team Purely-Member Jana, die du vielleicht aus dem Purely Live-Shopping, aus den Purely Live-Shoppings kennst. Jana hat ihr Lebensmotto sogar tätowiert, um sich immer daran zu erinnern, den Fokus auf die guten Dinge im Leben zu legen. Daran erinnert auch das Design dieser Edition eine Lotusblüte. Gleichzeitig ist die Lotusblüte ja auch das Symbol von Purely, also quasi das Markensymbol. Und die haben ihr Geburtstag. Happy Birthday. 7 Jahre sind die jetzt alt geworden. Und ich habe sie hier jetzt auch wunderschön, diese Jana. Und offensichtlich ist es jetzt auch so, dass das Team von Purely in diesen Heftchen auch vorgestellt wird und die Schmucksets dann sich an den Mitarbeitern orientieren. Das finde ich richtig schön. Die ist hier mit ihrem Hund zu sehen und einfach sympathisch, finde ich, ne? Genau, hier ist dann das Set aufgeführt und hier steht aber auch noch ein bisschen was kommen, das lesen wir auch noch. Die Lotusblume ist ein Symbol für Reinheit, da sie in schlammigen Gewässern wächst und sich daraus rein und wunderschön erhebt. Bei Sonnenuntergang verschwindet sie wieder unter der Wasseroberfläche, nur um am Morgen erneut ihre makellosen Blütenblätter zu entfalten. Zudem passt das Design besonders gut zu diesem Monat, da die Lotusblume auch das Purely-Logo ist und wir im August unseren 7. Purely-Birthday feiern. Ganz genau. feiere mit uns, lebe Aloha und lass dich von dem Lotus-Schmuckset daran erinnern, die guten Dinge im Leben nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist so wahr, Leute. Ne? Und dann, wie gesagt, haben wir hier das Schmuckset aufgeführt. Ach, guck mal, wir haben jetzt sogar auch wieder ein Fußkettchen mit dabei. Ich habe schwarze Socken an, ich habe Schlappen an. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wie man das stylen kann, genau. Genau, wir haben nämlich auch die Möglichkeit, das wollte ich auch noch mit dazu sagen, wenn man im Purely Mahina Club ist, kann man sich ein Charm-Armband auch bestellen und dann jeden Monat den jeweils passenden Charm, sodass man wie so eine Art Battle-Armband dann irgendwann hat, mit ganz vielen verschiedenen Charms. Und den habe ich jetzt hier. Das ist der Lotus Edition Charm, dann natürlich in Silber. Ne? Ich weiß nicht, ob man da das dann auch separat noch auswählen kann. Ich denke schon, ne? Weil wenn man sich dann ja für eine Schmuckfarbe entscheidet,
entscheidet bei dem Armband, wobei ich das auch immer ganz gerne kombiniere. Also ich bin da ja eh ein bisschen wild unterwegs, sagte sie mit ihren bunten Fingernägeln. Läuft bei mir. Und ja, hier sehen wir dann auch einmal den Charme. Das ist auch mit so einem Befestigungsding, das kannst du theoretisch auch an allen möglichen anderen Dingen befestigen, die du halt so zu Hause hast, ne? Keine Ahnung, an der Tasche, an einem Federmäppchen, wie auch immer. Und hier sehen wir auch schon, dass die Lotusblume uns auch diesen Monat richtig schön begleitet mit wunderschönen Glitzersteinchen. Finde ich schön. Das ist in so einem kleinen Säckchen auch hier dann drin. Also wirklich, wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und in einer kleinen Schatulle. Finde ich sehr hübsch. Und dann habe ich jetzt hier das Set mit drin, bevor ich da reingucke. Wir haben auch immer irgendwie ein Goodie mit dabei und dieses Mal ist es von Everdrop etwas. Da habe ich ja auch mal den Adventskalender ausgepackt und super viel davon auch schon ausprobiert. Und ich mag Everdrop tatsächlich relativ gerne. Bin nur für manche Dinge zu faul oder denke mir bei Reinigungsprodukten, da brauche ich vielleicht doch ab und an mal die Chemiekeule. Es ist halt einfach so. Und da haben wir jetzt drei Sachets drin von der Handwash als Puder. Also von der Handseife. Das ist super easy. Wenn du so einen Pumper zu Hause hast, hast du ja bestimmt schon irgendwie von irgendeiner anderen Seife, ne? Da kannst du dann einfach das Puder reinmachen, zusammen mit ein bisschen lauwarmem Wasser. Das steht hier hinten auch drauf, wenn man das machen soll. Dann kann man das schütteln, wartet einfach ein bisschen und dann ist das einfach eine 1A-Seife. Und hier haben wir halt das dreimal mit Zitrone, Zedernholz und Lavendel. Ich finde, das ist ein schöner Duft. Das hört sich sehr angenehm an und sehr wohlig. Ja, und ne, das heißt, ich werde mir das auch bei uns in den Haushaltsschrank packen und dann entsprechend verwenden, sobald unsere Seife leer ist. Da hast du jetzt ewig und drei Tage was von. Das ist so cool. Du verschickst halt kein Wasser, ne? Und man hat auch irgendwie einen Code dabei. Mit Purelay 15 bekommst du 15% Rabatt auf den Online-Shop. Oh, vielleicht haben die dieses Jahr ja auch wieder einen Adventskalender. Mal gucken, weil der gilt bis zum 30.11. und ist einlösbar ab 49 Euro. Das finde ich cool. Ich fasse mir übrigens durch meine Haare, weil ich heute beim Friseur war. Ja, das frisch vom Friseurgefühl, ne? Richtig cool. Da ist gut was abgekommen, aber sie sehen auf jeden Fall sehr schön gesund aus. Mag ich gerne leiden. Genau, so, das Schmuckset möchten wir uns gerne angucken. Das Herzstück von diesem Video. Ich habe jetzt 8 Minuten durchgequatscht, ne? Das kann man machen. Das sieht wirklich schön aus. Also wir haben ja eben schon den Spoiler gesehen durch den Charme, den wir da ja hatten. Und hier sehen wir das dann in dieser wunderschönen Schachtel. Das ist halt auch eine schöne Geschenkschatulle. Mache ich mir meinen klassischen Bommel. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das zu dem Oberteil klar geht oder ob ich das... Ich habe mir auch einen Top drunter gezogen. Ob ich das dann nachher so runterziehe. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon schön zu sehen. Wir haben hinten auch immer so ein Logo halt hinten mit dran, ne? Dass man da auch nochmal sieht, dass es der Purelay-Schmuck ist. Ihr fragt mich ja zum Beispiel auch super häufig, woher ich meinen Schmuck habe, wenn ich ihn trage. Bei Purelay kann ich euch das halt immer sagen, gerade halt bei den Ketten und Armbändern und so, weil das halt dort als Emblem mit dabei ist. Das finde ich auch für mich persönlich einfach ganz praktisch. Und hier haben wir nicht hinten so verstellbare Teile, sondern vorne können wir dann variieren. Das ist auch interessant. Okay, so sieht das dann nämlich aus. Dann hast du nämlich hier vorne auch das Emblem. Ich weiß nicht, es ist hübsch, dass man dieses Emblem sieht. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich schöner gefunden, wenn es hinten gewesen wäre. Bin ich ehrlich, ne? Ansonsten hat man so diese Länge. Das ist relativ lang, ne? Also ich mache jetzt mal Klack. Und wenn man halt so einen Top anhat, dann sieht man, dass das quasi ganz leicht hier aufliegt. Jedenfalls bei mir. Für mich ist es halt von der Länge her so, dass das halt super schnell jetzt auch so flop im Ausschnitt landen wird. Und das heißt, ich würde das jetzt weniger mit so einem Top, mit so einem ganz normalen Top kombinieren, sondern eher entweder halt so über der Kleidung tragen. Ne? Also jetzt so bei diesem One-Off-Shoulder-Gedönsen. Oder halt, wenn ich halt einen richtig tiefen Ausschnitt anhabe, dann ist es natürlich richtig feini betont. Ne? Das ist natürlich großartig. Ansonsten finde ich das wunderschön und ich werde es auch tatsächlich gerne tragen, weil ich habe auch gar nicht so super viel Silberschmuck. Deswegen habe ich mich auch jetzt dieses Mal für Silberschmuck entschieden. Wir tragen jetzt aber auch nochmal das Fußkettchen. Also als Armkettchen ist es sehr, sehr locker. Ne? Also es hat auch dann die gleichen Maße wahrscheinlich wie das Fußkettchen vom letzten Mal. Schön finde ich halt diesen Charme, dass du den halt, ich spiele halt immer gerne so mit meinen Sachen rum. Da würde ich die ganze Zeit mit spielen. Und du hast auch 2 verschiedene Größen, die du einstellen kannst. Aber ich versuche es jetzt mal auch als Fußkettchen. Gott, jetzt kommt die Wahrheit. Tada! Sie hat ausnahmsweise schwarze Socken an, aber ich habe einen Hund, das wisst ihr, ne? Der ist hier halt unterwegs. Dementsprechend haben die schwarzen Socken dann auch das ein oder andere Hundehaar bekommen. Da mag ich es ehrlich gesagt ganz gerne leiden, dass man hier halt sowohl den Charme sieht als auch das Logo.
Ja, ein bisschen Fuß-Content darf natürlich nicht fehlen, ne? Ich muss es aufs Weiteste tragen. Du hast ja aber auch noch zwei verschiedene andere Stufen davon, ne? Aber ich habe es ja auch beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich einfach nicht super schmale Armgelenke oder Fußgelenke habe, ne? Ja, das hier wäre jetzt einmal das Geburtstagsset. Ich bin ehrlich gesagt super froh, dass ich das in Silber habe. Ihr könnt das gar nicht so richtig gut sehen, ne? Ich mache einfach mal so, genau. Und ich stelle mir das richtig gut vor, wenn man einen schönen tiefen Ausschnitt hat in so einem schwarzen Kleid. Ich habe so ein ganz tolles schwarzes Kleid. Und dann fällt diese Lotusblume da so rein. Läuft bei mir. Finde ich richtig schön. Und ich finde auch für 25 € hast du hier zwei echt schöne Schmuckteile. Für mich wäre es jetzt ganz cool, wenn die jetzt wieder umschwenken würden, dass die vielleicht wieder das nächste Mal Ohrringe mit reinpacken. Denn jetzt hatten wir tatsächlich zweimal Fußkettchen mit drin. Das ist jetzt passend zum Sommer, definitiv. Ich mag aber lieber halt Ohrringe oder vielleicht auch ein Armband, wenn es halt schön und dezent ist, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Schmuckset in die Kommentare. Da können wir uns super gerne einmal austauschen. Und in welcher Farbe hättet ihr euch dieses Schmuckset gewünscht? Ihr könnt aktuell die Box abonnieren und halt, wie gesagt, mit Claudie Lotus da entsprechend drauf sparen und euch da auch die Schmuckfarbe selber aussuchen. Und dann wäre es das hier gewesen. Vielen, vielen Dank an Piolet für die Zusendung und ja, für die wundervolle Kooperation. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!